Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Story Cyberslough. Wir sind nach wie vor mit dem Fall von Kyoko beschäftigt, haben beim letzten Mal auch schon so ein bisschen in Kowloon herumgefragt und sollten jetzt eigentlich nach Shinjuku zurück. Allerdings möchte ich vorher ganz gerne hier nochmal durchschauen. Ich glaube, ich habe die Digimon noch so ein bisschen umpositioniert nach dem letzten Part. Das weiß ich nicht mehr ganz genau, aber spielt ja auch keine Rolle. So, Gomamon können wir digitieren lassen. Frigimon, okay, haben wir ja schon gesehen gehabt. Das dürfte Wizardmon sein, was auch irgendwie ziemlich cool ist. Und dich kann ich spontan nicht zuordnen, aber ich möchte gerne Ikakumon haben. Ist auch im Anime das Champion-Level von Gomamon und ich mag Ikakumon. Es ist wie ein gigantisches Seemops. Es ist so toll. Ich mag generell die ganze Digitationsreihe von Gomamon ganz gerne. Gut, vielleicht ist es auch eher ein gigantisches Walreiser als ein Seemops, aber ich finde es sieht total toll aus. Es ist so flauschig und auch wenn es irgendwie bedrohlich aussieht, irgendwie finde ich es süß. Achso, du brauchst sogar 8 Plätze. Okay. Wormon, ich pack dich mal kurz auf die Bank. Da bist du, Ikakumon. Du dürftest dich auch zu Tsudomon. Das dürfte Tsudomon sein. Level 30 oder höher ist kein Problem. Du hattest, glaube ich, Max Level 49 oder so. HP, okay, Attack und Kam. Ich glaube, Kam hattest du aber auch schon 37 oder so. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. So. Warum habe ich... Achso, du bist auf der Bank. Ich wollte gerade sagen, wie ist... Nee, bist du gar nicht. Du bist in meiner Party. Was wollte ich mit diesem Botamon ganz gerne machen? Ich weiß es nicht. Ich war jetzt auch einfach zufällig hier gelandet. Gaumon? Ja gut. Was auch immer ich aus dem machen will, du brauchst noch ein bisschen. Gabumon? Als ob. Zugarurumon, das dauert auch noch ein bisschen. Gut, Teriamon sowieso. Warum hatte ich Botamon dabei? Ich habe keine Ahnung. Habe ich es irgendwie zufällig gescannt gehabt oder so? Na gut. Botamon. Ach, hier ist gar kein Platz mehr. Dann auf die Bank. So gut, Agumon haben wir festgestellt, da brauchen wir noch einen ziemlich hohen Link. Du kannst digitieren, sehr schön. Ich meine, das Digimon, was ich gerne haben möchte, ist das hier. Weil ich glaube nicht, dass es Birdramon ist. Und die beiden sehen auch nicht so ganz danach aus. Ich hoffe, ich habe recht. Es kommt der Tag, wo irgendein anderes Digimon dabei rauskommt. Genau. Sieht auch quasi wie die passende Digitation aus. Duragamon. Dich wollte ich ganz gerne haben. Ah, okay. Interessant. Ich finde es immer ganz schön zu sehen, aus was die eigentlich so digitieren können. Gut, Agumon. Palmon, du kannst auch mal zu Togemon werden. Ist auch die Digitation aus dem Anime. Aber da ich unbedingt ein Lilimon haben möchte, werde ich den Weg auf jeden Fall auch einschlagen. Togemon mag ich persönlich nicht so gerne. Weiß nicht, ist nicht so mein Fall, aber gut. Togemon. Da, Lilimon. Da müssen wir noch einiges für tun. Patamon, du brauchst noch ein bisschen. Renamon ebenso. Ich könnte auch einfach immer durchswitchen, das ginge auch. Das Bild von Togemon ist geil. Gut, Lalamon noch. Ich habe mir übrigens ein Falcomon gemacht, weil ich hatte noch so viele Digimon über quasi, dass ich sie einfach habe digitieren lassen, nur um die Digimon einfach zu haben. Und auch ein Gilmon. Die beiden habe ich mir dann noch zusätzlich gemacht. Otamamon habe ich, glaube ich, gescannt. Ja. Wir haben zwar nur 4 Digimon dabei, aber dafür auch ein Champion-Level-Digimon. Wir haben noch so viele auf der Bank, die ich eigentlich gut benutzen könnte, aber ich glaube, ich möchte ganz gerne mal Ikakumon auch im Kampf ausprobieren, bevor ich wieder wechsle. Das sieht schon echt bedrohlich aus. Lassen wir das erstmal so und brechen Richtung Shinjuku auf. Also es ist echt so ein bisschen schwierig, sich zu entscheiden, wie man leveln möchte. Tö?
Hallo. Das sieht so witzig aus, wie er sich bewegt. Boing, boing. Geil. Mein nächstes Ziel ist es natürlich, alle Digimon auf Champion-Level zu bringen, nachdem wir jetzt eigentlich so gut wie alle auf dem Rookie-Level haben. Allerdings will ich natürlich auch die Champion-Level-Digimon ganz gerne mal ausprobieren. Und ja, es ist für mich schwierig, weil die Level sagen ja nicht unbedingt was über die Stärke aus, je nachdem, wann wir sie digitieren haben lassen. Und jedes Digimon ist wahrscheinlich auch so ein bisschen anders. Deswegen, ja, es ist schwer zu sehen, da will ich hin, wie stark jetzt jedes Digimon letztendlich ist. Lass mich erst ausreden, Kyoko. Gut, danke. Es ist halt echt schwer zu sehen, wie stark jedes Digimon jetzt letztendlich ist, weil ich möchte sie ja gleichmäßig hochziehen, aber das ist gar nicht so einfach. Und gleichzeitig möchte ich dann die neuen Digimon, also neu im Sinne von frisch digitiert, auch gerne einsetzen. Und es ist schwierig. Also ich werde da einfach immer durchswitchen vermutlich, wobei ich Teriamon echt ungerne weggeben würde. So, sieht aus, als hätten wir Shinjuku erreicht. Du hast Matayoshi getroffen, während du in Kowloon herumgefragt hast. Ah, ich verstehe. Du hast ihm also die Informationen über Shinjuku weitergegeben. Wenn Detektiv Matayoshi diesen Fall alleine löst mit dieser Information, dann wäre das großartig. Sei nur sicher, oder versichere mir, dass du weitere Nachforschungen in Shinjuku durchführen wirst. Okay. Wäre natürlich super, wenn Matayoshi das von alleine lösen könnte. Aber es kann ja vermutlich nicht schaden, wenn wir noch so ein bisschen nachhelfen. Aber erstmal gucken, ob ich irgendwen finde, mit dem ich reden kann. Wir hatten uns hier ja schon gründlich umgesehen. Damals muss ich ja jetzt nicht nochmal machen. Ist das rote Auto wieder an der Ampel? Yes! Ich glaube, dieses rote Auto parkt oder so. Es ist irgendwie immer da gewesen. Nee, wie gesagt, ich werde meine Digimon einfach immer so ein bisschen austauschen, denke ich. Ich würde jetzt einfach wahnsinnig gerne Ikakumon ausprobieren. Weil Champion-Level-Digimon hatten wir bislang halt nur Gagumon im Einsatz. Und deswegen wäre das schon ganz cool, mal zu sehen. Huch, nee, auf die Map zurück wollte ich nicht. Was die so drauf haben. Also ich werde mich, wie gesagt, dieses rote Auto, ne, nach und nach eben darum kümmern, alle digitieren zu lassen. Aber ich möchte sie auf jeden Fall herausprobieren. So, du hast Infos, du siehst auch schon so aus. Und da hinten ist noch ein Polizist, der eventuell was wissen könnte. Ansonsten... das rote Auto! Das wird irgendwie zum Running Gag in diesem Let's Play. Oder eher zum Driving Gag. Okay, der war schlecht, ich weiß. Wo warst du denn? Hier. Hallöchen! Ja, ich möchte dich etwas fragen. Weißt etwas über den polizeihassenden Hacker? Ein Hacker, der die Polizei hasst. Da kommen mir viel zu viele Personen in den Sinn. Aber aktuell scheinen die Hacker und die Polizei sich ganz gut zu verstehen. Es gibt natürlich immer welche, die gut mit ihnen klarkommen. Ich wünschte, ich hätte so viel Glück wie die. Ja gut, Hacker und Polizei kann ich schon verstehen, dass die nicht gerade friedlich sind, aber wenn aktuell doch alles glatt läuft, ist doch schön. So, du kannst mir helfen, ja. Was weißt du darüber? Ah. Ein Hacker, der die Polizei hasst? Ich habe diesen Typen gesehen. Er sah nicht wie ein Hacker aus, aber er hasste die Polizei wirklich. Er hat irgendetwas Hassvolles über die Polizei herumgeflüstert in der Nähe des Zugangspunktes an der Kurt-Yard-Station. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er die Polizei wirklich hasst. Ich meine, komm schon, wir sind so cool. Eines Tages werde ich auf jeden Fall, okay. Der kommt sich ziemlich toll vor. Huch, aber wir haben auf jeden Fall... Es gibt jede Menge böser Hacker in ihnen. Macht dir das keine Angst? Nee, ich passe auf mich auf. Keine Sorge. Es guckt so richtig böse auf dem Avatar. Nee, also, vielleicht ist es kein Hacker. Oder er sah zumindest nicht so aus. Aber wir haben einen Anhaltspunkt. Ich kann doch jetzt Aber warum darf ich da nicht rein? Ich habe doch den Anhaltspunkt, wo ich hin muss. Vielleicht haben sich, hat sich
durch jetzt irgendwas anderes eröffnet oder ich muss einmal auf die Map. Das kann auch sein, aber ich dachte mir, wenn er mir schon die Station sagt, dann kann ich auch mit der U-Bahn fahren. Dafür ist Shinjuku ja bekannt, aber leider nicht. Ich darf da auch nicht hin. Oh, da hinten hat jetzt jemand ein Ausrufezeichen. Hallo? Nein, nicht nach Ihnen. Mit dir reden. Was ist los? Willst du mich etwas fragen? Ach so, das hier ist die Station, von der er gesprochen hat. Ich dachte, ich müsste da erst hin. Was zur... Wer zur Hölle bist du? Glaubst du wirklich, du wärst so wichtig? Du fragst herum. Du bist eine Polizistin, oder? Du versteckst dich nur hinter der Kraft des Staates. Tyrannei, Grausamkeiten. Das ist Verletzung der Menschenrechte. Uah! Sieht so aus, als wäre er durch den Zugangspunkt nach Eden geflüchtet. Ihm nach! Ha, überhaupt nicht verdächtig. Hallo? Also ich meine, wenn ich mal mit meinem komischen Digimon stehen würde und dieses riesige Walross vor mir wäre, was mich mit seinem Horn alleine wahrscheinlich schon umbringen kann, ich würde wegrennen. So eventuell. Und Teriamon und Gabumon sind ja auch noch da. Und wen habe ich auf der Ersatzbank eigentlich gerade? Gabumon ist auch noch da. Das ist so cool. Ich möchte so ein lebensgroßes Ikakumon-Plüschi haben, auf dem ich mich so immer drauflegen könnte. Er hat so genau den richtigen Winkel zwischen Rücken und Kopf, um sich da perfekt... lassen wir das. Hi. Diese Musik. Ich hasse die Polizei. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Befragung? Fahrradregistrierungsnummer? What? Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss nach Hause gehen und meinen Lieblingsanime schauen. Das macht ihn wiederum etwas sympathischer. Sehe ich wirklich so verdächtig aus? Bin ich wirklich so zwielichtig? Die Polizei, das sind Feinde. Feinde! Du gehörst zu der Polizei, oder? Du bist ihr kleines Schoßhündchen. Kann es sein, dass auch da das Digimon wieder die Kontrolle übernommen hat? Wow! Wow! Okay, Gabumon ist natürlich auch im Typ-Nachteil, das stimmt, aber... War doch so, ne? Serum war gut gegen Virus. Ja, aber Gabumon ist da auch nicht besser. Vielleicht heile ich Gabumon gleich einfach mal. Aber ich meine, ich habe ja immerhin 2-2 mitgenommen. Virus habe ich ja, glaube ich, kein Digimon, zumindest kein aktives. Na gut, machen wir den Terrier-Tornado und schauen, wie viel Schaden das macht. Noch nicht mal sonderlich viel. Gabumon, du kannst... Huch, kannst dich mal bitte heilen? Ah, es hat gar nicht so viel geheilt. So, was kann denn... Es sieht so geil aus, wie riesig Ikakumon ist, wenn ich bedenke, dass Digimon später wahrscheinlich alle so groß werden. Oh, die Harpune. 90 Feuerschaden, dann Hydroboarter. Dann immer... Das sind ja noch die Attacken von Gomamon. Und Antipanik. Okay, nehmen wir mal die Harpune. Ja, tat ein bisschen weh. Super Stinky Jet. Und irgendwer wurde gecrittet. Na gut. Dann machen wir nochmal einen Terrier-Tornado. Ich glaube, Ikakumon kann das dann gleich auf jeden Fall rumreißen. Und du kriegst meine HP-Kapsel nochmal. Dass du mir nicht drauf gehst, damit du auch Erfahrungspunkte bekommst. Ich hoffe zumindest, dass du mir jetzt nicht drauf gehst, aber ich glaube, die Stinkgas-Attacke sollten wir nochmal ganz gut wegstecken. Speeddown. Aber ich darf trotzdem nochmal. Okay. Kostet aber auch 10 Einheiten. Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Es sieht ziemlich episch aus und ist verdammt stark. Gut, dass ich Ikakumon mitgenommen habe. Ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Idee von mir. Level up! Sehr schön. Ich hätte zwar gerne mehr Digimon dabei, aber in der Digifarm leveln die ja auch ganz gut. Wow, aber wo bin ich? Hä?
von einem Dämon besessen? Ah, ich kann mich nicht erinnern. Mysterious Digital Face. Er hat geheime Polizeidaten gestohlen? Wovon redest du? Zuallererst, ich bin kein Hacker. Ich gebe zu, ich hasse die Polizei, aber... Ich wurde mit einem seltsamen und verdächtigen Gefühl geboren. Deswegen misstraut mir jeder und behandelt mich wie ein Feind. Auf jeden Fall weiß ich nichts über das Mysterious Digital Face. Hast du den Kriminellen gefangen? Okay. Bring ihn einfach zur Station und pass auf, dass Detektiv Matayoshi dich nicht sieht. Er war kein Krimineller, nur etwas zwielichtig? Verstehe. Das ist schade. Naja, wir können nichts daran ändern. Wir müssen weiter forschen. Bitte komm hierher zurück. Hey du, was machst du hier? Haha, überrascht, Du möchtest wissen, wer das hier ist? Das ist das Mysterious Digital Face. Ich habe ihn gerade festgenommen. Wo ich das weiß? Dieser Typ hier ist kein richtiger Polizist. Er ist einfach nur ein ganz normaler Typ in einem Kostüm. Das hast du doch von Detektiv Matayoshi erwartet. Du hast dir wirklich den Titel des Shinjuku Matagi verdient. Von Anfang an habe ich nicht gedacht, dass der Kriminelle, der das getan hat, wirklich die Polizei hasst. Shinjuku Matagi war mein Spitzname vor etwa 10 Jahren. Die Person, die das wusste, muss die Polizei wirklich gemocht haben. Nein, er muss ein kompletter Fanatiker gewesen sein. Als ich durch Shinjuku gegangen bin, um herumzufragen, bin ich ihm begegnet. Und dann fiel es mir ganz instinktiv ein. Als ich ihn angesehen habe, habe ich herausgefunden, dass er kein richtiger Polizist ist. Er ist ein Hacker, der gerne Mitglied unserer Cyber-Verbrechen-Gruppe sein möchte, aber durch die Aufnahmeprüfung gefallen ist. Er ist unter dem Druck zusammengebrochen. Das gab er zu, als ich ihn ins Kreuzverhör nahm. Wow, die japanische Polizei ist wirklich ziemlich exzellent, dass sie mich so leicht finden konnte. Jetzt kann ich die Tage mit den Polizisten verbringen. Letztendlich ist das wohl doch gar nicht so schlecht. Es fühlt sich so an, als wäre die Ergreifung dieses Mannes seine Belohnung. Aber ich denke, das ist ausreichend. Ich vermute, ich sollte dir für deine Hilfe danken. Ich war nur in der Lage, ihn einzufangen, weil du mir wichtige Hinweise gegeben hattest. Du hast mir geholfen, mein Gesicht zu wahren. Vielen Dank. Bitte gib meinen Dank auch an Kyoko weiter und sag ihr, dass es mir leid tut, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Er hat ja offensichtlich auch eine sanfte Seite. Also wurde das Mysterious Digital Face geschnappt? Du hast es geschafft, die Ehre der Polizisten und die von Detektiv Matayoshi zu bewahren. Gute Arbeit. Vermutlich sollten wir unsere niedrige Meinung von Detektiv Matayoshi nun überdenken. Zuerst haben wir versucht, ihn heimlich zu unterstützen, aber wir waren nicht in der Lage, den Verbrecher selbst zu finden. Sein Bauchgefühl ist eine der größten Gaben, die man haben kann. Trotzdem. Der Shinjuku Matagi. Matagi bedeutet Bärenjäger. Eine Person, die anhand der Fußspuren und dem Geruch eines Bäres ihn ausfindig machen kann, um ihn dann niederzustrecken. Natürlich ist das der perfekte Spitzname für Detektiv Matayoshi. Sehr schön. Dann kann ich den Fall hier vermutlich auch abschließen. Sehr schön. Ich denke, der wahre Multifaced Criminal war eine Art Fan der Polizei. Er war wohl die erste Warm-Kalt-Persönlichkeit, die es je gab. Oh, die Story geht scheinbar weiter.
Kapitel 3, Digital Monster. Du hast mich hierher bestellt, Nokia. Was ist los? Gomenne, ikinari yobidashichatte. Meiwaku datta kana? Tut mir leid, dass ich dich so plötzlich hierher bestellt habe. Ich hoffe, es hat dir keine Umstände bereitet. Es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Es ist eigentlich... Ich... Also ist die Klientin eine Freundin von dir? Wir suchen uns unsere Klienten nicht aus, weißt du? Wir nehmen die, die bezahlen können. Nein, es ist nicht so, dass ich Svenja um etwas bitten möchte... Aber... So funktioniert das nicht. Nokia Shiramine, deine Freundin hier, ist eine professionelle Cyberdetektivin, die Lohn für ihre Arbeit verdient. Die einzige Möglichkeit, jemand professionellen... um etwas zu bitten, ist es auf einem professionellen Wege zu zahlen. Auch wenn Svenja meine Assistentin ist. Ein Fall für meine Assistentin ist auch ein Fall für mich. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Ja, absolut deutlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine große Sache sein würde. Nun, was für eine Art von Fall ist das? Oh, richtig. Eigentlich möchte ich, dass Svenja nach ein paar Digimon sucht. Oh, Digimon? Oh? Digimon? Du erinnerst dich, oder? Diese Digimon, die mir in Kalun geholfen haben. Ah, jetzt sehen wir endlich Agumon und Gabumon wieder. Da habe ich ja die ganze Zeit schon drauf gewartet. Agumon und Gabumon. Das ist alles, was ich von dir möchte. Egal, was sonst noch passiert. Vollkommen egal. Ich mache mir wirkliche Sorgen um sie. Aber es ist zu gefährlich für mich, alleine nach Kowloon zu gehen und zu suchen. Und ich habe Angst. Also bitte, helft mir! Das ist eine Frage, ich meine einen Fall für euch. Ihre Bindung zu den Digimon ist interessant. Nun, sie hat spezifisch nach dir gefragt. Ich überlasse das also dir. Was sagst du dazu? Wirklich? Du wirst mir helfen? Ja! Wenn du diesen Job annimmst, dann zieh ihn auch bis zum Ende durch. Du spiegelst den Ruf dieser Agentur wieder. Sie wird vermutlich gute Werbung für uns sein. Okay, zuallererst möchte ich dorthin zurückgehen, wo wir uns ausgeloggt haben. Ich muss auch noch einiges vorbereiten, also sollten wir uns einfach in Kowloon treffen, okay?
okay, ich sehe dich dann später dort. Aber sei dieses Mal nicht spät, okay? Ich gebe mir Mühe. Tazunebito naranu. Tazune Digimon ka. Dennotante ni fusawashii irai naiyo janai ka. Von vermissten Personen zu vermissten Digimon. Perfekte Fälle für eine Cyberdetektivin, nicht wahr? Yoroshii. Dewa sassoku chousa o kaishi shitamae. Gut, dann fang mit deinen Nachforschungen an. Hm? Watashi ga itsumo yori tanoshisou datte? Sou mieru nara, hitei wa shinai. Was ist los? Ich sehe glücklicher aus als sonst. Wenn es so offensichtlich ist, dann werde ich es auch nicht leugnen. Daga, jijitsu o tsugeru naraba, Digimon o sagashite kure nado toyu toppina irai ni shoushou tomadotte iru no da yo. Aber um ehrlich zu sein, ich bin ein bisschen irritiert von diesem plötzlichen Fall. Suche nach Digimon. Aichaku o idaku koto ni kanshite, hito wa tokoton mutonchaku nano da na. Real darou ga digital darou ga, okamai nashi da. Leute werden unvorsichtig, wenn es um ihre Vorlieben geht. Egal, ob sie real oder digital sind. Das macht keinen Unterschied. Das dürfte ziemlich spannend werden. Was auch immer mit ihr los ist. Moment, wer hat mir jetzt geschrieben? Ach so, wir sollten uns im Galacta Park treffen. Ja, ich versuche dich nicht warten zu lassen. Kannst du damit leben? Ich möchte vorher mal kurz ins Digilab, wenn es geht. Sprich, ich gehe nochmal eben nach Kowloon. Von dort aus komme ich ja immer sehr gut ins Digilab. Es gibt mit Sicherheit auch noch genug andere Möglichkeiten, aber das finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Gut, dann würde ich sagen, ich schaue jetzt nochmal kurz durch meine Digimon, werde vielleicht auch mal so ein bisschen was austauschen. Ich meine, wir haben die Kakumon jetzt nur einmal im Einsatz gesehen, aber wir haben ja zum Beispiel auch noch Togemon auf der Ersatzbank und ich würde dann ganz gerne auch mal Togemon mitnehmen und zu gucken, wie sich das so schlägt. Und ich denke mal, es wird ja wahrscheinlich immer länger dauern, bis die Digimon wirklich digitieren können. Das heißt, im Laufe der Zeit werden wir sie alle auch öfters im Einsatz sehen. Nur jetzt am Anfang werde ich wahrscheinlich ziemlich oft wechseln. Gut, hier haben wir angefangen, hier hören wir wieder auf. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Digimon Story Cyber Sleuth und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.